Hallo liebe Golfer, heute ist Mittwoch und mittwochs ist fortgeschrittener Tag. Für die von Ihnen, die es schon geschafft haben, Single-Figure-Handicapper zu sein oder kurz davor stehen, oder die von Ihnen, die gerne konstant unter 80 Schläge spielen wollen. Es geht heute um Anfang des Abschwunges und Treffmomentbereich. Wie bekomme ich es hin, in diesem Moment am meisten Power zu haben? Wenn Sie wieder auf der Driving Range sind, nehmen Sie Ihre Lieblingseisen. Ich habe hier mein Eisen 8. Mit dem kann ich einfach alles trainieren. Und holen Sie aus und versuchen Sie von hier, erstmal machen Sie es trocken, den Anfang langsam zu machen. Und ich möchte den Anfang langsam machen. Ich rede jetzt über die Arme, über die Hüfte. Die Hüftdrehung ist langsam. Ich senke die Arme langsam, während ich automatisch diesen Winkel zwischen Schaft und Arm halte. Okay, das mache ich ein paar Mal. Und wenn meine Hände auf Höhe meines Bauchs sind, versuche ich von da richtig zu explodieren. Und da rede ich über langsam Hüfte und Arme und Hände. Ich möchte aktiv releasen. Releasen. Dieser Winkel möchte ich aktiv lösen. Das bringt sehr viel Power. Langsam Hüftrotation, Arme runter, Hände lösen. Ich möchte auch spüren, wie am Ende meines Schwunges mein linkes Bein gestreckt ist, wie meine Fußspitzen nach oben kommen. Okay, es ist Zeit, mit Baldes zu tun. Ich werde als allererste meine Augen schließen, damit ich das am besten spüren kann. Ich verwende sehr gerne mein Gefühl beim Golfen, deswegen hilft es, Augen zuzumachen, alles auszublenden. Und dann kann ich an mein Timing besser arbeiten. Okay, Augen zu. Ich werde es wiederholen. Diesmal richtig übertreiben. So langsam wie möglich starten und dann explodieren. Ich möchte auch meine Hüfte beschleunigen. Ich achte jetzt nur auf meine Hüfte. Langsam dann Hüfte. Dieses langsam Starten ist wichtig, weil so synchronisiert man die Hände und Körperdrehung. Man möchte nicht hier kommen. Das ist diese Position, wo man den Schläger und Hände zu sehr hinten hat. Und natürlich möchte man nicht so starten. Okay, aber so kann ich Hüfte und Senken synchronisieren und dann beschleunigen. So, jetzt möchte ich mit Augen auf einen richtig weiten 150 Meter plus Eisen 8 schlagen, aber nicht durch schnell starten. Hüfte müssen beschleunigt werden. Aber erst ab hier. Oh ja. Okay, das ist wirklich ein Weg, den Ball weit zu schlagen und trotzdem geradeaus zu bekommen. Hier die Kontrolle zu behalten ist wichtig. Hier die Ebene finden und von da wird es dynamisch. Ich hoffe, dass Sie das interessant fanden. Gehen Sie bald auf der Range und probieren Sie es aus. Das ist Timing, das ist Rhythmus und es ist eine Sache, die sehr oft wiederholt werden muss, bis es drin ist. Aber Sie werden sofort mehr Power da im Treffmoment merken. Ich freue mich, Sie in einer Woche am Mittwoch wiederzusehen.
Und bis dahin viel Spaß und viel Erfolg in den Turnieren.